Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und wir sind zurück in Detroit Become Human und starten gleich mit der nächsten Sequenz. Ich habe es mir angewöhnt, hier bei diesem Spiel mein Intro schon zu machen, während das Spiel noch lädt, damit wir nichts verpassen. Letztes Mal haben wir Kara und Alice bei der Flucht geholfen. Sie sind über eine Straße gerannt und konnten Connor entfliehen, der hinter ihnen her war. Und wir sind mit Marcus in Jericho angekommen. Das ist ein Schiff, wie wir gesehen haben, wo sich anscheinend alte Androiden, die nicht mehr gebraucht werden, versammeln. Freie Androiden. Ach, der Hank ist wieder dabei. Und Connor! Vertrag, ich bin Lieutenant Anderson! Gott. Der sieht so toll aus. Also, aussteigen. Steigen wir mal aus. Oh mein Gott. Das sieht jetzt fast schon Raytracing-mäßig aus wie in Cyberpunk. Wie sieht da unten das Spiegel? Ist der Hammer. Dabei ist das ja nicht mehr Raytracing. Ist ganz schön teuer für mich geworden, Peter. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%. Ja, klar. Scannen wir mal. Was? Wir sollen seinen Kopf scannen. Ach so, das wissen wir, wer das ist. Ach, Connor, sei doch nicht so. Okay, scary. Gut, wir wollen natürlich wissen, mit wem er hier redet. Ab da, Pedro. Arbeitslos, 2005 geboren. Detroit Lebensmittelhygiene Lizenz. Abgelaufen. Lizenz abgelaufen und Erneuerung abgelehnt. Alles klar. Okay, ist wahrscheinlich nicht das beste Essen, was es hier gibt. Ha. Okay, ich bin dabei. Verdammt gut! Hey, du wirst nicht bereuen. Okay, der hat Geld, den Besitzer gewechselt. Was ist dein Problem? Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Ah, jetzt. Oh. Okay, ich versuche mal, mich zu versöhnen. Ich entschuldige mich. Mein Verhalten auf dem Polizeirevier tut mir sehr leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Oh, wow. Du hast sogar ein Arschkriecher Entschuldigungsprogramm. Die von CyberLife denken wirklich an alles. Hm? Oh mein, OMG Lemonade. Danke, Gerd. $2. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Oh, bitte. Hätte ich gerade irgendwas kennen müssen? Ich glaube, ich habe was verpasst. Siehst du? Okay, hier gibt's was zu tun. Hamburger. Okay, na gut, gucken wir mal. Oh, das läuft schon wieder ab. Oh mein Gott. Guten Appetit. Guten Appetit. Danke. Oh Gott, kostenlose Wartegewohnheit. Das sagt mir wieder alles nix. Dieser Pedro, da ging es um illegale Glücksspiele. Habe ich recht? Ja. Und Sie haben gewettet. Ja. Illegale Glücksspiele. Das versteht er nicht. Das muss er erstmal durchrechnen. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Oh je. Das ist vielleicht ein Fehler. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Ja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klingst wie der letzte Arsch? Ach komm. Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Boah. Der tut mir voll leid. Warum? Heute Morgen, als wir die Abweichler verfolgten, warum sollte ich nicht über den Highway? Das war viel zu gefährlich. Und ich hasse den Papierkram, wenn Ausrüstung beschädigt wird.
Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Okay, sie fühlen nicht wirklich. Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Ja. Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. Das ist so gut gemacht mit den Rückblenden und sowas. Da muss ich das schon nicht machen. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Und du hast jetzt alles über mich rausgefunden. Ich bleibe immer bei der Wahrheit. Ich weiß, dass Ihr Abschluss exzellent war. Sie haben viele Fälle hervorragend gelöst und wurden der jüngste Lieutenant in Detroit. Ich weiß auch, dass Sie in den letzten Jahren häufig abgemahnt wurden und Sie verbringen viel Zeit in Bars. Ja, das haben wir schon gemerkt. Das wird schon seine Gründe haben. Na toll. Aufrichtig. Die Arbeit mit einem Officer mit privaten Problemen ist eine Herausforderung. Aber Anpassung an menschliche Fehlbarkeit ist eine meiner Funktionen. Witze und Zwinkern. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Ach, hat er jetzt gerade bekommen hier? Sie in Ruhe auf. Mit seinem Blinkding da. Okay, ich denke, wir haben uns so halbwegs vertragen. Also, wenn ich so einen Roboter bekommen würde, wäre ich voll interessiert. Sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe CyberLife Bericht erstattet. Ah. Internet of Things. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Okay, wir haben einen neuen Verdächtigen. Was wissen wir über diesen Kerl? Nicht viel. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Okay, diese LED hier oben im Kopf. Federn, Felsentaube, aus verschiedenen Exemplaren zusammengesetzt. Wenn wir jetzt auch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops. Okay, na gut, dann gucken wir mal. Hey, hast du vorhin im Aufzug wirklich einen Bericht abgeschickt? Korrekt. Keiner da? Gleich mal auftreten. Jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. Huch. Sollte nicht der Androide vorgehen, besser? Dem macht das wahrscheinlich weniger aus. Okay, dann gucken wir mal. Cool, ich glaube, der hat nicht viel Lust, sich befragen zu lassen. Oh mein Gott, ist das eine komische Bude hier. Lesen! Eigentlich haben wir dafür jetzt keine Zeit. Ich glaube, wir gucken uns das nachher mal an. Ich hoffe, ich denke dran. Uff! Vögel! Du meine Güte, okay. Lauter Vögel! Ach du mein... Ach du Schande, die Kasse. Mal erstmal Licht an. Tja, wir sind umsonst gekommen. Keiner da? Unser Mann ist weg. Ha. Gott. Wie krass ist das? So viele Vögel. Aha. Fruits, Vegetables are in town. Was? Okay. Wo ist eine Urban Farm? Felder im Herzen der Stadt. Wie krass ist das? So, was gibt's? Posterecke. 100% Recyclingpapier. Kürzlich bewegt. Aha! Entfernen. Da noch was.
ein Büchlein. Okay, ist es kodiert? Du meine Güte. Ich brauche frische Luft. Was gefunden? Ich weiß nicht. Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. Ah. Finde den Ursprung des Lärms. Gut, wir gucken uns hier mal um. Mein Gott, diese ganzen Vögel. Öffnen wir mal. Verdächtiger ist nichts. Ja, wir erwarten ja auch einen Abweichler. Aber vielleicht mag er Vögel. Schauen wir mal. Versorgt wilde Tiere. Okay. Der Markus ist es, glaube ich, nicht. Oh, hier haben wir dieses... Der hat die ganze Wand bekritzelt da mit diesem Buchcode. Was haben wir da? Militärjacke. Secondhand Initialen RT. RT. Vermutlich Initialen. Er hat seine Initialen auf der Jacke. So was machen Mütter für ihre Erstklässler. Aha. Eine Karte. Führerschein. Rupert Travis. Aha, das passt. Fälschung. Der Führerschein ist gefälscht. Cool, da hat sich der Besuch gelohnt. So, dann die besten Freunde hier, die beiden. Was war das jetzt hier? Bestätige, dass der Verdächtige ein Abweichler ist für den Ursprung des Lärms. Wir gucken noch kurz in das Magazin da, gleich. Echte Bücher. RA9. Ich dachte, ich wäre der Letzte in Detroit, der noch welche hat. RA9, schon wieder. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Er hat schnell gezählt. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Was? Zwanghaftes Schreiben, achso. Aha, analysiere du mal. Sherlock Connor. Holzhacker. Kürzlich umgestoßen Spuren von Vogelfäkalien. Geil. Haben wir noch irgendwas? Geöffneter Textmarker. Noch vorher kürzlich benutzt. Farbe Mitternacht. Schwarz. Okay, gucken wir mal. Wir rekonstruieren. Unvollständig. Okay. Er hat gemalt. Geschrieben. Er war vor kurzem noch hier. Ach. Moment mal, unvollständig. Okay, wir gucken uns das erstmal an. Warte, wie cool ist das? Das ist so toll gemacht, ey. Ins Wohnzimmer gerannt. Benutzt die Maus, um die Kamera zu bewegen. Ja, okay. Aber ich glaube, wir haben ja alles. Gut, dann rennen wir mal ins Wohnzimmer. Hier war, glaube ich, noch was. Schauen. Ach, dieses Spiel macht so viel Spaß. Boah. Probe. Oh nein, nicht, dass er das wieder ableckt. Oh, Junge. Blaues Blut. Achso, als vermisst vermeldet. Als vermisst gemeldet. 11.10. Biokomponente deaktiviert, 6.11. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Ich dachte gerade, das wäre vielleicht Kara. Die hat ja auch sich an so einem Waschbecken das Ding da rausgezogen. Aber das kann ja nicht sein. Das ist ja noch nicht so lange her. Oder? Ach nee, das war ja auch ein Haus. Das ist jetzt ein Apartment mit Aufzug. Gut. Da war noch was. Das ist das mit dem Stuhl. Ah, ne, ist kein Stuhl. Ist ein Käfig.
Handabdruck frisch, Spuren und Vogelfäkalien, keine Fingerabdrücke. Metallhaken, kürzlich zerbrochen, 100% rostfreier Stahl. Okay. Spuren frisch, Spurenbreite 49,8 cm, Spuren von verzinktem Stahl. Okay. Rekonstruieren wir mal. Da hing der Käfig. Ist er dagegen gestoßen? Ist zur Haustür gerannt. Mein Gott, der ist so gut im Kombinieren. Oh nu? Aha. Hat gehört, wie wir reingekommen sind. Das heißt, er ist doch hier. Also, das ist aber schon ein bisschen weit hergeholt, oder? Dass er das rekonstruieren kann. Ist noch hier. Da bin ich sogar auch drauf gekommen. Oh mein Gott. Connor! Entlarve die Verdächtigen. Jetzt habe ich aber Angst. Oh, liebe Leute, dass ich das verpasse. Mit dem Magazin. Wir gehen da ganz kurz hin. Wir tun so, als hätten wir das noch nicht gesehen. Wo ist jetzt hier? Wo bin ich jetzt hier? Da hinten, da. Da ist dieses Magazin. Wir wollen da mal kurz drauf gucken. Nichts verpassen hier. Ich werde sowieso die Hälfte wieder verpassen. Aber nichts, von dem ich weiß. Red Eyes Epidemie. Aktuelle Betäubungsmittelkrise sucht Detroit heim. NATO-Sicherheitsrat über arktischen Disput gespalten. UN warnt vor Drittem Weltkrieg. Okay, interessant. Okay, Epidemie. Das als Red Eyes bekannte synthetische Stimulanz ist in der wachsenden Unterschicht Detroits zur meistgenutzten Droge aufgestiegen. Analysten verweisen auf Detroits Status als Epizentrum der Androidenproduktion und vermuten, dass die Droge aufgrund der Unzufriedenheit durch den Verlust von Jobs an Androiden floriert. Der Soziologe Dr. Julian Carter zieht dieselbe Verbindung zu den Androiden. Die Cyberlife-Androiden verbreiten sich im Land und bringen Red Eyes mit sich. Arme Bürger, die über die Runden zu kommen versuchen, werden leicht zu Konsumenten oder Dealern. Während die Beliebtheit der Droge rasant ansteigt, ist die chemische Zusammensetzung äußerst gefährlich. Therium, der Hauptbestandteil des blauen Androidenbluts, ist einer der aktiven Bestandteile in Red Eyes und wirkt höchst destabilisierend auf die Hormonproduktion. Die Nationale Vereinigung für die Suchtmittelprävention sieht eine Verschlimmerung des Problems. Die Reinheit der Bestandteile ist gering und verschlechtert sich. Amerikas größte Rauschmittelindustrie wird weiter wachsen. Red Eyes Dealer sollen ein inoffizielles Motto haben. Wo das Blut blau ist, ist das Eis rot und das Geld grün. Okay, cool. Green Earth. Ach du Scheiße. Beispiellose Hurricanes im ganzen mittleren Westen. Liebe Leute, das ist Europa und Afrika. Oh mein Gott, wir sind ja komplett ausgetrocknet. Oh, Umkehrpunkt verpasst. Ökosystem der Erde unrettbar zerstört. Bienen offiziell ausgestorben. Globale Hungersnot erwartet. Oh mein Gott, da läuft ja eiskalt den Rücken runter. Das ist ja krass. Oh mein Gott. Heftig. Umweltschützer haben uns lange vor einem Umkehrpunkt gewarnt. Dem Moment, an dem die globale Erwärmung einen Punkt erreicht, der nicht mehr reversibel ist. Die Wissenschaft sagt nun, dass wir diesen Punkt passiert haben. Die Regenwälder sind seit dem Jahr 2000 um 79% geschrumpft und Korallenriffs um 58%. Das Polareis ist so weit geschmolzen, dass einige Länder Probleme haben, das ansteigende Wasser aus ihren Küstenstädten fernzuhalten. Durch die Verringerung dieser Kühlfaktoren befindet sich in der Atmosphäre zu viel Kohlenstoff, der nicht mehr absorbiert werden kann. Oh. Jason Rees, Leiter der Global Environment Agency, sagte, diese Studie bestätigt, was viele von uns schon lange vermutet haben. Doch die wahre Katastrophe ist das Schwinden natürlicher Ressourcen von Energien zu Mineralien, die fast erschöpft sind und nicht ersetzt werden können. Viele Umweltschützer kritisierten Reeses Äußerung, da sie die Menschen entmutige, etwas zu unternehmen. Aber Rees trotzte dieser Kritik. Es ist wichtig, die Realität dieser Situation zu akzeptieren. Der Planet wird sich weiter erwärmen. Die Frage ist nur, wie schnell. Mein Gott. Legen wir das schnell wieder weg. Aber das fand ich gerade krass. Okay, na gut, dann gucken wir nach dem Abweichler. Hier gibt's nichts mehr zu sehen. Komm, lass mich, ich weiß nicht. Verschwinden wir von hier, bevor ich noch einen Abweichler kriege. Bleiben! Nur noch ein paar Minuten, Lieutenant. Okay. Oh Gott. Du hast 2 Minuten. Dann bin ich hier weg. Oh
Gott! Das war da drüben. Genau, wir gucken das. Wir finden den, wir haben den ja schon gefunden. Diese gottverdammten Dreckstauben! Worauf wartest du noch? Hinterher! Okay, hoffe ich kriege den. Schande. Jetzt muss ich wieder reagieren. Echt? Ah! Scannen. Einfach, aber leiser, schnell, aber riskant. Was? Ah! Oh Gott, das war schnell. Wo ist er? Scannen. Oh mein Gott, gefahren. Gesundheit umweg. Schnell, aber riskant. Ja, was? Zu krass. Überlaufen. Nein, nein, komm, wir machen das da. Gefahrlos. Ja, wir laufen da schon. Boah. Was an? Ja, wo ist er denn? Alter. Krass an! Ich hab verpasst, ich hab verpasst. Wohin? Gefahrloser Umweg. Lauter Androiden. Ich hab keine Ahnung, wo der hin ist. Nicht die geringste Ahnung. Da ist er. Scheiße. Echt? Wo bin ich jetzt gelandet? Oh mein Gott, wohin? Krass. Oh mein Gott. Der Connor, ey. Da vorne ist er, glaube ich. Sicher, aber langsam. Schnell, wir brauchen den schnellen Weg. Ah! Was passiert hier? Hank? Wo kommt denn Hank her? Wir entscheiden uns natürlich für Hank. Oh mein Gott. Oh Scheiße! Wir hatten ihn! Verdammt! Das ist meine Schuld. Ich war zu langsam. Du hast ihn wegen mir nicht erwischt. Befreundet? Wow! Ach du Schande, ey. Ist schon gut. Krass. Wir wissen, wie er aussieht. Wir finden ihn. Ah, ich hab kaum gesehen. Hey, Connor. Oh mein Gott. Nichts. Puh. Meine Güte, so ein Mist. Was wäre passiert, wenn ich Hank zurückgelassen hätte? Rupert! Das war Rupert. Okay, Hank retten. Der wäre ja nicht gestorben, oder, Hank? Rupert schubst Hank. Ah ja, okay. Cool. Okay, wir machen noch eine Runde weiter. Das war noch nicht genug. Oh, Jericho, okay. Wir spielen wieder als Markus. Okay, mal gucken, was hier passiert. Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Okay. Das hier ist Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen. Was macht ihr hier? Sich verstehen.
stecken, nur um zu überleben? Das ist Freiheit für dich? Menschen hassen uns. Wir können nur im Verborgenen überleben. Für solche wie uns gibt es keinen sicheren Ort. Wenn Menschen uns entdecken, töten sie uns. Tja, das ist ja hart. Ich dachte, Jericho sei ein Ort, wo Androiden in Freiheit leben. Wir leben in Freiheit. Vielleicht anders, als du gehofft hast, aber hier gibt es keine Meister. Oh je. Wir gehören niemandem. Ich verstehe, wie du dich fühlst, aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Tja, ich weiß nicht. Vielleicht war ich nie wirklich frei. Vielleicht war ich nur, wie mein Meister mich haben wollte. Und jetzt muss ich entscheiden, wer ich wirklich bin. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir sind alle verwirrt. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Er muss ja auch nicht essen oder sowas, aber vielleicht muss er sein Akku hin und wieder aufladen. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Okay. Jo, da sind wir jetzt. Da gucken wir uns mal um. Oh mein Gott, ist das ein Android? Sprechen. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Oh meine Güte, die sieht nicht besonders gut aus. Kaputte Pumpe. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Ja. Wie heißt du? Marcus. Wow. Er sieht so sauber aus. Dich kennenzulernen, Marcus. Was? Wo? Ist jetzt einfach stehen geblieben? Krass. Okay, das ist krass. Ja, gucken wir uns mal um. Feuer entfachen, sehr gute Idee. Dann sehen wir jetzt ein bisschen was. Ja, so richtig sehen tun wir oder nicht. Wer singt denn da so nett? Oha. Die sieht auch ein bisschen kaputt aus. Bist du Lucy? Ach du meine Güte. Du meine Güte. Setz dich. Du meine Güte. Die sieht aber lädiert aus. Du meine Güte. Zeig mal. Oh, den hat sie auch erwischt. Ich stoppe die Blutung. Uff. Was hat denn so erwischt? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was... Ach so, er ist vorhin, er ist ja in der letzten Folge runtergefallen, irgendwie auf das so ein Geländer gekracht, irgendwie. Trink das. Die können trinken? Ach du je. Ja, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Oh mein Gott, die hat überhaupt keinen Kopf. Gib mir deine Hand. Du meine Güte. Du meine Güte. Komische Augen hat die. Du hattest alles. Und hast alles verloren.
Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Das ist so komisch, ey. Wie sie keinen Kopf hat irgendwie, kein Gehirn. Mein Gott. Unheimlich. Das war Lucy. Gut, wir gucken uns weiter um. Noch mehr Feuer. Vielleicht sehen wir da ein bisschen mehr. Die leben aber echt wirklich ein sehr klägliches Leben. Was machen die den ganzen Tag? In ihrer Freizeit hier, die sie jetzt haben? In ihrer Freiheit? Oh, noch so ein kaputter. Bin in einem üblen Zustand, was? Oh je. Mein Dialyseprogramm funktioniert nicht. Oh je. Mama, es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an deinem Auto fest. Oh. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten. Oh. Du musst doch irgendwie helfen können. Ich geh los und sammle für ihn irgendwie neue Punkte, eine neue Pumpe oder irgendwie sowas. Oh, sehr schlimm. Die armen Gestalten. Ich glaube, ich mache einfach hier Feuertonne an. Ja, oh mein Gott, da stehen sie alle. Das ist schon ein bisschen unheimlich. Ja, ich kann nicht einfach nur hier rumstehen und nichts machen irgendwie. Ja, die sieht echt verhältnismäßig gut aus. Was ist früher deine Funktion gewesen? Das ist doch egal. Oh. Die ist aufgebracht. Falsche Frage gestellt. Stimmt, das ist egal. Alle hier brauchen Ersatzteile und blaues Blut. Warum hat das noch niemand besorgt? Das ist nicht so einfach. Wir können ja schlecht im Cyberlife-Geschäft einkaufen. Und niemand will riskieren, Jericho zu verlassen. Ich mach das. Wie lange bist du schon hier? Oh Mann. 4 Wochen, 3 Tage, 11 Stunden. Ich brauche ja eine neue Aufgabe. Ich wusste nicht, wohin. Und dann bin ich in Jericho gelandet. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Ja, das merkt man. Oh Mann. Ah, die Steuerung. Oh je. Hier ist noch irgendwas. Kiste bereits geleert. Okay. Da waren Beine oder was drin. Ersatzteile. Cyberlife. Cyberlife Lager und Docks. Okay. Route wird berechnet. Wie geil. Unterbreitet Simon einen Plan. Ja, ich habe einen Plan. Ich gehe da hin und hole die ganzen Ersatzteile für die armen Kerle. Oh Mann. Oha. Ein Kind? Ob es so ein Kindroboter ist? Mein
meine Güte. Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Oh. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Oh Mann. Ja, wir haben davon gelesen in so einem Magazin, dass es Kinderersatz gibt, also Kinderandroiden. Heftig. Oh, die sind alle abgeschaltet. Oh Mann, die leben auf dem Leichenhaufen. Okay, ich glaube, wir haben alles. Ja, ich sehe hier nichts mehr. Also wirklich mehr als trostlos ist das hier. Simon. Der war gerade auf Standby. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen. Mit dem spitzen Ende zustechen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Wir könnten es versuchen. Ha! Rebellischer Plan? Okay. Bin dabei. Okay. Markus hat einen Plan ausgeheckt. Okay, habe ich so ziemlich. Ja, hier habe ich alles entdeckt. Das war jetzt aber nicht so schwierig. Neutral, neutral, neutral. Gut, liebe Leute, wir machen noch eins. Wir haben vielleicht ein bisschen Zeit. Wenn es jetzt hier so ein ewig langes Kapitel ist, wird das doch passen. Aber ansonsten wird die Folge eben ein bisschen länger. Gucken wir mal. Das ist wahrscheinlich Kara, denke ich mal. Ja, Tatsache. Oh Gott, die beiden sind wieder unterwegs. Wieder mal im Regen. Oh mein Gott. Jede Nacht müssen wir uns irgendwas überlegen, alles okay? Wo wir hin können. Hier wird man uns helfen. Ja? Wo geht's hin? Das ist alles eine böse Erinnerung. Gott, wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Hier muss es sein. Ich weiß nicht mehr, hat sie irgendwas gesehen, wo sie hingehen kann? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ah, das ist... der Müllabfuhrmensch hatte ihr, glaube ich, was gesagt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht, wohin. Ist das der Müllmann? Ich weiß jemanden, der helfen kann. Der Müllabfuhrmensch hatte ihr, glaube ich, was gesagt. Am anderen Ende der Stadt wird ihr geholfen. Ich erinnere mich, am ersten Abend. Na gut, hoffen wir mal. Dass wir hier nicht... Dass unsere Organe hier nicht geklaut werden. Oh Mann. Ich hoffe, hier sind keine Verrückten. Klingeln wir mal. Theoretisch kann man sie ja nicht als Android erkennen. Sind Sie Slatko? Wer fragt das? Es heißt, Sie könnten uns helfen. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Tut mir leid. Nicht. Hey. Wir brauchen wirklich Hilfe. Scheint ein echter Mensch zu sein. Kommt rein. Oha. Von außen sieht es jetzt ein bisschen nach Bruchbude aus. Von innen gucken wir mal. Oh, ist auch schon verstaubt. Ein bisschen verratzt. Kommt rein. Nicht so schüchtern. Aber es ist trocken. Sieht eigentlich ganz cool aus hier. History of Painting.
Aha. Ein bisschen alt und alles, aber sieht eigentlich cool aus. Oh Gott. Ein bisschen sehr alt. Aber gemütlich. Da dürfen wir erstmal nicht hin. Okay. Wow. Ach, Tapeten rollen sich von den Wänden. Wärst du so lieb und nimmst den Damen bitte mal ihre Mäntel ab? Oh, nur keine Angst vor unserem großen Freund hier. Puh, der ist wirklich groß. Luther ist ebenfalls ein Android, dem ich half. Er leistet mir Gesellschaft in diesem... Er hat mich als Android sofort erkannt. Ha. Bitte. Macht es euch gemütlich. Ich bin ein bisschen skeptisch. Wie habt ihr von mir gehört? Ein Android. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Verstehe. Abweichleiben? Ja, weiß ich nicht. Aber sie nickt. Was ist mit ihr? Ja doch, ich bin ja schon Abweichler irgendwie. Sie ist ein Mensch. Und ihr sucht einen sicheren Ort, um ein neues Leben anzufangen. Oh je. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Die haben ja keinen Androiden. Herrliche Landschaft, sehr viel Platz, frische Luft und keine Androidengesetze. Toll für einen Neuanfang. Ja, das ist genau das, was wir vorhaben. Natürlich. Oh je, oh je. Ich helfe euch. Doch zuerst musst du den Sender loswerden. Sender? Ja. Alle Androiden sind mit einem Peilsender ausgestattet, mit dem man sie orten kann. Nee, was, echt? Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Kommt schon. Folgt mir. Oh mein Gott, ich traue ihm nicht. Das klingt alles komisch. Cool. Die Kleine kann im Wohnzimmer auf uns warten. Oh mein Gott. Nein, sie bleibt immer bei mir. Natürlich. Oh mein Gott. Hier entlang. Der nimmt mich auseinander. Alles, was wir brauchen, ist im Keller. Im Keller? Oh mein Gott. Sollen wir uns das vielleicht umgucken? Vielleicht sieht man da irgendwas. Vielleicht kann sie irgendwas analysieren. Im Keller, der nimmt mich auseinander. Hier gibt es nichts zu analysieren. Ganz kurz gehen wir mal noch durch. Nee, gibt es nichts zu analysieren. Aber das ist doch komisch, oder? Peilsender, ja, ich helfe euch, kein Problem. Aber erst kommt mit mir in den Keller. Oh, süß, wie sie sich da hinten fassen. Oh mein Gott, Keller, pass auf. Oh, nein. Ich mag das Haus nicht. Und den Mann. Ja. Irgendwie, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich auch. Vorsichtig, trösten, keine Wahl. Ich weiß. Ich traue ihm auch nicht. Oh mein Gott. Aufpassen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Alles sträubt sich in mir, dahin zu gehen. Bitte entschuldigt das Chaos. Ich brauchte ein diskretes Versteck für meine Maschinen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Sender zu entfernen ist illegal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein, sie kommt klar. Das ist gut. Sieh nach Alice. Na komm. Komm, Alice. Was hat sie da gesehen? Hier lang, bitte. Ich glaube, also viel Wahl haben wir gar nicht. Der Typ steht hinter mir. Oh mein Gott. Ist das ein Brunnen da unten?
Da denke ich an das Schweigen der Lämmer. Oh mein Gott. Aha. Die Kamera. Stell dich bitte da drüben. Ich sehe nichts. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Aha. Betritt die Maschine, oh mein Gott. Schande. Keine gute Idee. Zumal am Anfang hast du gesagt, nein, ich kann euch nicht helfen. Verschwindet. Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm. Ja. Weißt du, was seltsam ist? Scheiße. Aus irgendeinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Darum seid ihr so schwer zu finden. Scheiße. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch... Scheiße. Scheiße. Man glaubt, was man glauben will. Nein. Ihr Abweichler seid so naiv. Nein. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Hilfe. Und ich setze sie zurück und verkaufe sie. Nein. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ich vergaß ja das Kind. Sperr es ein. Ich regle das später. Alice! Alice, nein! Wow. Ein Abweichler, der Mutter sein möchte. Das ist so süß. Nein. Und so verblendet. Wir sollten diesem Elend ein Ende machen. Nein. 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 Speicherlöschung. Kann man irgendwas machen? Nein, mach nicht. Mach doch irgendwas. Wieso? Das kommt davon, wenn man Träume hat. Wieso hilft er nicht? Oh, okay, das Ende ist immer das gleiche. Tränen und Ernüchterung. Und jetzt? Glaub mir, es ist besser, gelöscht zu werden und nicht zu fühlen. Nein. Kein Schmerz mehr. Und keine falsche Hoffnung. Ich beneide dich fast. Kara! Oh, arme Speicherschaden festgestellt. Oh, deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen, ha? Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Kara, was ist mit dir passiert? Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Uff. Du beißt mich? Uff. Dir bringe ich Manieren bei, du kleines Mistkerl. Kara, wach auf! Wieso hilfst du mir nicht? Wir treffen uns im Wohnzimmer. Was? Oh. Finde einen Weg zur Flucht. Schieb, mach irgendwas. Vielleicht muss sie sich irgendwie die Hand abhacken oder sowas. Das hilft alles, ich hilft alles nicht. Oh mein Gott. Komm, zeig mal her. Einen Kurzschluss verursachen. Ja, klar, her damit. Auf jeden Fall. Komm. Wie kann ich das machen? Ah. Wie denn? Wie denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da haben wir irgendwas. Shift. Oh mein Gott, das ist dramatisch. Es hilft alles nicht. Mach den Kurzschluss. 74% gleich bin ich tot. Da, weh. Grünes Kabel. Ich hab nicht auf die blöden Kabel geachtet.
Oh nein. Es geht nicht. Nein. Speicher gelöscht. Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? Scheiße. Ich war zu langsam. Ich hätte das bestimmt schaffen können. Ich hätte das... Welches Kabel war das denn überhaupt? Ich war in Panik. Ich hätte am grünen Kabel ziehen müssen, aber... Nein. Okay, ich muss bedenken, ich weiß jetzt nicht mehr, wer ich bin. Oh, da liegt ein kaputter Android rum. Oh mein Gott. Sie kann sich erinnern. Ah! Sie kann sich so ein bisschen erinnern. Dean Slutko. Ist ja noch nicht lange her, dass sie das hier gesehen hat vorhin. Ach, da ist ja Alice, oder? Ist sie da gerade gelaufen? Nee, ist sie nicht. Keine Ahnung, was da läuft. Mein Gott. Achso, ich glaube, sie sucht gerade nach Alice. Hilf uns. Uff. Er hat ihren Speicher gelöscht. Uff. Nein. Uff. Das darf nicht passieren. Du musst dich erinnern. Tu es für sie. Oh mein Gott. Er spielt gerne mit uns. Oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Er schafft Monster. Nur zum Vergnügen. Man hätte es denken können. Doch wer ist hier das Monster? Schau, was er getan hat. Oh mein Gott. Du musst dich erinnern, wer du bist. Sonst wird die Kleine sterben. Oh mein Gott, aber wie soll sich denn erinnern, wenn ihr Speicher gelöscht wurde? Oh, wo sind wir hier gelandet? Oh mein Gott. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es hier so dramatisch wird. Ja, lass mal in den Keller gehen. Gute Idee. Ich gehe nochmal zurück, liebe Leute. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen oder irgendwas verpasst da hinten. Ich will auf keinen Fall irgendeine Option vergessen haben. Aber wer ist das hier, der hier rumläuft? Das ist nicht Alice. Die wird auf mich zukommen. Hier ist nichts mehr. Geh mal in den Keller. Lass dir den Peilsender entfernen. Oh nein. Wie krass ist es? Du musst dich erinnern. Okay. Hätte ich irgendwas machen können? Sie erinnert sich ja so. Vielleicht erinnert sich, wenn sie Alice sieht. Also ein bisschen was ist anscheinend wirklich noch da. Vielleicht muss ich mal defragmentieren oder sowas. Das reicht noch nicht. Wir gucken uns um. Bestimmt kriegen wir das wieder hin. Da gehen wir erstmal noch nicht hin. Das ist das Wohnzimmer, glaube ich. Ne. Wir gucken uns erst hier um, nicht, dass ich irgendwas anfange zu triggern. Ich kann auch, vielleicht gerade hochgehen. Gehen wir mal da hoch. Geht nicht.
Wieso hat mir dieser Android das gesagt? Dass ich hier hingehen soll. Mein Gott. Noch eine Tür. Ich weiß nicht, was die Wohnzimmertür ist. Theoretisch müsste sie jetzt einfach gehorchen. Sie weiß ja nicht, was ihr passiert ist hier. Da vorne ist er. Ah, okay. Wohnzimmer. Lass doch das mal. Theoretisch ist sie ja gerade erst aufgewacht und müsste eigentlich denken, ja, sie ist jetzt bei ihrem neuen Chef angekommen oder sowas. Ja, guck mal hier, was da ist. Ja, kannst du einfach abhauen. Bleibe bei deinem Besitzer. Klar, sie hat ja keinen Grund, dir irgendwie anzunehmen, dass sie hier in der Falle sitzt. Achso, und ist es da vorne der Haupteingang? Da sind wir reingekommen. Stimmt. Badezimmer. Verschlossen. Okay. Dann gehen wir weiter. Meisters Essen ist fertig. Bring es hoch zu ihm. Meisters Essen. Ja, Luther. Oh Mann. Das Haus gefällt mir auch nicht mehr. Wie konnte mir das vorhin gefallen? Ich weiß es nicht. Schrecklich. Da ist der Mistkerl. Stell es einfach auf den Tisch da drüben. Uff. Da hat er... Hat er eine zerlegt? Die hergekommen ist, um Hilfe zu suchen wahrscheinlich. Mein Gott. Bring den Kadaver weg. Nach dem Mann. Die Scheißschnappe ist einfach abgehauen. Diese verbluchte Uhr hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Hast du mich verstanden? Ja, Slatko. Kennt jemand von euch Westworld, die Serie? Da geht es ebenfalls um Androiden, die aufs Übelste misshandelt werden und einfach nur zum Spaß da sind und die fangen auch an, sich zu erinnern an das, was sie erlebt haben, bevor sie wieder resettet werden. Na gut. Luther! Luther! Bring die Leiche nach nebenan. Ja, yes. Ich bin hier in knapp 10 Minuten fertig. Dann sehe ich mir die Kleine an und schaue, was ich mit ihr mache. Uff. Verstanden, Slatko. Ich bringe Ihnen die Kleine in 10 Minuten. Oh, verbleibende Zeit. 10 Minuten. Ah. Was kann ich machen? Was kann ich machen? Uff, da robbt noch jemand. Alter. Alter. Wer ist das Mädchen? Erinnern? Ja, wie wär's? Wir wollen jetzt erinnern. Viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht kann sie sich erinnern und dann kann sie irgendwas machen. Komm, zeig mal. Oh Gott, was haben wir da? Oh je, ein Cyberhund. Cyberbär. Der hat keine Lust auf Drama. Erinnere dich, erinnere dich. Was hilft uns da? Ich weiß es nicht.
ist denn das? Ach, so eine Pfeife. Mein Name ist Kara. Fast. Sie hat's fast. Zum Korridor. Was ist da vorne? Weiß man nicht. Wir gucken mal. Was machst du hier? Hat dir der Meister erlaubt, herzukommen? Du musst dem Meister immer gehorchen. Oh ja, du musst gehorchen. Oh ja, du musst gehorchen. Guck nochmal in den Spiegel. Du darfst hier nicht sein. Du hast hier nichts verloren. Halt die Klappe, du nervst. Nein, du hast hier nichts verloren. Wenn du keinen Befehl hast, musst du in Standby. Oh ja, du musst gehorchen. Ja, du musst gehorchen. Schande. Ja, du musst gehorchen. Du darfst hier nicht sein. Okay, guck mal noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Luther. Es tut mir leid. Wegen der Kleinen. Erinner dich! Alter. Nicht mehr so viel Zeit! Keine Zeit! Dafür haben wir jetzt leider keine Zeit, liebe Leute. Ich breche das ab. Nein. Dafür haben wir keine Zeit, oder? Moment, stopp, vielleicht ist da irgendwas drin, an was ich sich erinnern könnte. Ganz kurz. Komm, sag mal her. Arktische Spannung eskalieren. UN, Dritter Weltkrieg. Was haben wir noch? Wie Androiden ihr Gehirn modifizieren. Das Reden mit Maschinen verändert unsere Kommunikation. Okay, wäre hammermäßig interessant wahrscheinlich, aber... Für jetzt ist das nix. Gehen wir weiter. Panik! Es ist einfach Zufall, wenn ich das richtige Ding erwische, denke ich mal. Alice! Das ist gut. Das ist gut. Mein Name ist Kara. Sie hat's geschafft. Alice? Ha! Gänsehaut. Oh mein Gott. Komm, bleib mit Zeit. Oh Gott, oh Gott. Okay, das hätte ich mir sparen können. Okay, finde Alice. In irgendeinem Raum. Da wird es wohl eher nicht sein. Einige Bewohner Detroits wurden heute Morgen von einer wilden Verfolgungsjagd aufgeschreckt. Okay, lass das lieber. Wilde Verfolgungsjagd, okay. Gut, wir müssen sie finden, wir müssen sie finden. Okay, gucken wir noch hier. Ich glaube, da waren wir auch noch nicht. Wir haben sie gefunden! Alice! Oh! Kara, du erinnerst dich? Wie könnte ich dich vergessen? Oh! Es tut mir so leid. Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Oh mein Gott, nicht wieder eine Flucht. Seid leise. Oh mein Gott, die Folge wird wieder ein bisschen länger, liebe Leute. So. Luther! Ja, Slatko. Ich bin hier fertig. Hol jetzt die Kleine. Nein! Sofort, Slatko. Nein! Okay, gehen wir vielleicht zurück. Versteck dich. Wo können wir uns verstecken? Wo können wir uns verstecken? Oh mein Gott! Ah! Zum Korridor, zum Schlafzimmer. Slatko! Was? Die Kleine ist weg! Sie kann ja nicht verschwunden sein! Sie muss hier irgendwo sein! Verstecken, komm! Worauf wartest du noch? Such sie! Scheiße! Scheiße! Wo sind sie?
Luther! Finde sie! Verdammt nochmal! Oh mein Gott! Das ist ein bisschen wie ein Alien, also welchen, das ich auch gerade spiele. Verdammter Android. Also, ich hätte ihn direkt auseinandernehmen sollen. Was macht er? Die machen nichts als Ärger. Psst. Verschwinde. Ist er weg? Ist er jetzt weg? Oh mein Gott. Ich hätte nicht... Oh, entkomme. Oh mein Gott. 130 Sekunden. Scheiße. Scheiße. Mist, 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 Mist. Ich trottel. Der ist doch viel zu groß. Das schaffen wir doch nie. Auf die andere Seite, mach schon. Das Deckspiel ist jetzt vorbei. Nein. Ah! Der Bär. Alter, ist das Ramon. Sie sind da drüben. Der muss uns helfen. Der Ausgang ist zu, das wissen wir. Der ist zu! Nee, Hintertür! Der ist abgeschlossen! Ich hab's gesehen! Ach du Schande! Alice! Lauf, Alice! Nein, ich bleib bei dir! Lauf! Lauf so schnell du kannst! Du warst gewarnt. Träume enden immer in Tränen. Er muss mir helfen. Du hättest auf mich hören sollen. Was machst du? Geh mir aus dem Weg. Nein. Nicht diesmal. Geh mir aus dem Weg oder ich schieße durch dich durch. Kannst du es wagen? Was fällt euch ein? Oh mein Gott, dieser Zombie-Laden. Was wollt ihr hier? Puh, wie krass. Habt euch rausgelassen. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Oh Gott. Gehorcht mir. Ich bin euer Meister. Ich bin euer Meister. Oh. Oh. Oh, krass. Komm mit uns. Oh. Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Als ich sah, wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Doch, komm mit. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Pfuh, nochmal auf Empfehlung. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Okay. Ich vertraue dir. Pfuh. Ich
Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Oh. Liebe Leute, ein ganz tolles Kapitel. Mann, ich hätte nicht, also man weiß es ja im Voraus nicht, was das für Kapitel sind und wie lange die dauern. Ich glaube, ich hätte das nicht gemacht, wenn ich es gewusst hätte, wie lang das ist. Oh, liebe Leute, an der Stelle machen wir sofort Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und mein Gott, oh, ich habe wieder einiges verpasst, glaube ich. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen und ja, übermorgen geht's weiter. Macht's gut, bis dahin und einen schönen Tag. Eure Lucida, tschüss.